Ah, nein! Hallihallo! Hallihallo, wir sind wieder zurück. Hat sich gar nicht so viel geändert wie angekündigt. Nur Helm und Handschuhe. Und den Rest machen wir dann wieder mit Aufleveln. Ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich wieder auf meinen Speer wechsle. Und jetzt muss ich auch erstmal Aber gucken. Rein theoretisch hast du jetzt 20% mehr Speerfallschaden. Ja, das war ja hier der hier. Ja. Bam. Weiß ich sogar noch. Das, hier gab es auch noch irgendwas. Wie war denn dein Mega-Stoß, der wo du hochschmeißt und danach nochmal Kralle machen kannst? Weißt du, da wo du dich so hochschmeißt, Ach so, ja, den ist krassen. Nur wenn ich Kralle mache. Im Endeffekt. Ah, und dann schmeißt du hoch und dann kannst du nochmal Kralle machen. Genau. Das ist einfach so ein sick Move. Ich frage mich wirklich die ganze Zeit, ob das Spiel so gedacht ist, dass du eh mit den Katanas erstmal kämpfst und die anderen Waffen nur so optional sind, aber. Ist es sicher. Weißt Weil du? Die Katanas sind ja immer die stärksten Elementwaffen. Erstens das und zweitens sind sehr, sehr viele Sets auf Dings ausgelegt. Katanas. Katanas ausgelegt, genau. Auf mit dir. Oh, hoppla. Jetzt will ich schon mit X. Das ist auch wieder so das, ne? Ich will jetzt mit X einsammeln und mit Kreis ausweichen, aber es ist halt nicht wie in Dark Souls. Ah, da kannst du hochgehen, das kann, da kannst du oben dran vorbeilaufen dann. Wer ballert denn hier? Feindradar, das eine rote Viech da. Wer fällt ein, oder? Ja, ich kann schon weit weg. Und ballert mich hier ab, will er mich scheiße. Ja, ehrlich gesagt wahrscheinlich schon. Ah, das ist sogar eine Leiter, das heißt, du kannst dann auch wieder zurück. Sehr gut. Ich hab schon gedacht, das wäre ein One-Way-Ticket. Mhm. Na, die Map ist auch schön. Schön designt, also. Oh, ja. Wow, Bomb! Okay. Bomberig. Ja, Gott sei Dank ziehen wir nicht so. Viel ab? Ja. So, und unsere Lebenszurückgewinnung ist halt auch. Alle brennt halt noch. Aha. Oh, da liegt was. Eine tote Nudel. Warum ist denn das eigentlich nicht mehr drin? Was ist denn mehr drin? Ich krieg kein Leben mehr, weißt du? Ich krieg diesen. Liegt wahrscheinlich an meinen Schwatters. Oder lag das in unserem Bokus? An unserem Helmos? War das unser Helm? Guck mal in unser Helm rein. Das wäre jetzt natürlich echt bitter, ne? Dann ziehen wir unser Helm auf. Bitter. Gehen wir mal kurz in den Helm. Ach so, Quatsch hier. Ja, und jetzt gehen wir in den. Ich hab ihn gesperrt, ja. Was steht der hier war's. Amrita-Absorption, Autoregeneration. Ziehen Scheiße. Wir da an. Ziehen wir da an. Ja. War bei unseren Handschuhen auch zufälligerweise was Cooles drin? Nee, ich glaub nicht. Okay, unseren Helm dürfen wir nicht mehr ausziehen. Lauf durch das. So ein Arschloch! Ich hab gedacht, ich lock den jetzt schon. Ah, da läuft durch andere Feuer. Also Spaß. Geil. Da läuft das schlimmere Feuer rein, theoretisch. Er läuft ganz schön weit. Ja, ist okay, wenn er bis auf dem Weg dorthin dann stirbt. Oh, jetzt. Hat noch einen mitgerissen. Oh, und jetzt macht er. Mehr Schaden! Arschloch! Titel: Töter der Amrita, Fanatiker erhalten! Ja, wir sind schon ein bisschen fanatisch. Wer ist denn hier noch abgefackelt? Ah, hab ich gerade eingesammelt, glaube ich. Oh, ins Auge gelangt. Oh. Kokone! Alter, da ist ein Dragon Ball Flammenwerfer. Zack, zerab! Oh, lol, der hat überlebt. Wow! Alter, das ist ein Doppelschuss weg von den Lappen da. Oh, 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 nicht so. Da hinten ist noch ein Wassergefäß. Hinten, hier weiter zurück. Dann kannst du dich wieder trocken machen. Hä, oder hat es? Das hat der vorhin kaputt gehauen, der Penner. Ich brenne! Aber er auch. Wer kriegt hier mehr Schaden? Du oder ich? Du. Kommt der bald noch? Nee, lass ihn sterben. Na gut. Und jetzt ist er. Dup, die dup, die dup, die dup. Ja, Leute. So macht man heutzutage die Arbeit eines guten Kriegers, Kämpfers. Was hat denn der so? 106 Doppelkatanas! Der muss, oder? Der muss. Den muss ich machen. Den musst du machen.
Notfalls mit der, mit unserem Bullen. Ich möchte einfach sehen, was da für krasse Waffen da rauskommen. Bei, wahrscheinlich bei Doppelkatana 100, was auch immer. Hey, leck mich am Bobbes. Leck mich am Bobbes. Oh, oh, Doppelkatana ist gegen Speer. Mhm. Und er schießt gleich. Oh ja, ne, ach so, fuck, ich dachte, der war. Krall. Oh ja, ich hab'n. Nice. Und nochmal. Da. Und natürlich haben wir die Doppelkatanas nicht bekommen. Nein. Aber unübertroffener Krieger. Leute, da gucke ich jetzt mal geschwind rein. Weil welche Stufe unübertroffener ist? Krieger tragen wir nämlich. Ja. Da, ganz oben vermute ich jetzt. Da ist er. 94. Ewiges Ki. Höhere Laufgeschwindigkeit. Keine Leben. Aber dafür ewiges Ki. 27%. Scheiß auf die Leben. Wir hindern unseren. Nee, verkehren wir es. Der ist halt 178 hoch. Zieh mal an. Allein durchs, dass wir es nicht mehr aufleveln müssen, rein theoretisch. Und noch hier den Shit. Zusammenfassung draufdrücken. Ja. Nee. Hä? Da ist wahrscheinlich einfach nur ein Titel des Shit dazugekommen. Ja, super. Na, super. Das Gold hole ich mir mal nicht. Nee, das ist für den Arsch. Fürs Feuer. Oh, da schießt wieder der Doppelninja. Oh, und der Dragon Ball Mann. Der Dragon Ball Mann. Der Feuerball Dragon Ball Mann. Haben sie es eigentlich bald? Oh Mann, Alter, die sollen mal aufhören, immer den Scheiß zu beschießen. Diese Pisser. Oh, da kann ich drüber laufen. Oder auch nicht. Nee, doch nicht. Oh, sah grad so aus. Wir haben jetzt bestimmt wieder die Fässer zerschossen, diese Affen. Nee, Gott sei Dank nicht. So. Wie kommst du zu dem einen hoch dann überhaupt? Dem Dragon Ball Mann. Keine Ahnung. Oh! Aber, kann man die Wand kaputt hauen? Oh! Ja, kann sie kaputt hauen. Danke! Wow! Guck dich mal wieder. Dragon Ball Mann. Oh, ein Shorty. Shortcut, wo auch immer hin. Frage ich mich gerade ehrlich gesagt auch. Schau mal durch. Ah, da muss ich nicht mehr da so rumlaufen, du kannst dann direkt die Treppe hoch und dann bist du ja hier. Hä? What the? Hä? Da ist ein Kumpel. Ja, aber wo bist du? Rauf, 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 dann mach ich in die Treppe rauf. Lauf mal ein bisschen zurück. Da ist auf jeden Fall bestimmt eine Ertrunken. Aber warum? Weiß ich nicht, weil er blöd ist vielleicht. Das ist auch wieder eine kaputte Machwand oder sieht es nur so aus? Also ich gehe jetzt erstmal den Kumpel holen. Ja, und dann gucken wir weiter, wo das überhaupt hinführt. Was ist denn jetzt? Ah, da. Hey, wir haben übrigens gar keine Kumpels in mehr, in dem, ne? Also den müssen wir eigentlich ja überhaupt aktivieren an meinem Shrine. Hier kletter ich mal lieber ganz vorsichtig runter. Statt zu springen, ne? Ist vielleicht sogar den Dude passiert. So. Hier kann ich nicht durch. Ja, was ist denn das für eine Scheiße? Ist das bitter? Hä? Okay, gehen wir mal hier weiter. Aha. Aha, das ist die erste Anfangstür. Das ist ja voll den Mega-Shortcut. Das stimmt, ist die Anfangstür und das ist der Anfangsschrein. Ja. Das ist wohl wahr. Boah. What, Alter? Das ist ja schon nicht durch, ne? Doch, kommt mal. Oh, kann Tour man ja laufen. Nur sterben, ey. Ja, da kommt schon, du hängst da vorne spätestens an den. An ich den. Probier's. Okay. Ja, stimmt, du kommst schon an den Shrine raus. Uiuiuiuiuiui. Das war echt eine knappe Kiste. Kiste. Ah.
Und was für Bullshit wie immer. Schleifsteine ist aber gar nicht so. Na gut, Schleifsteine ist okay. Sind wieder zurück, oder? Mhm. Wie bin ich denn da jetzt gelaufen, ey? Wer fällt durch? Knapp. Mhm. Ich finde, das sieht auch immer so geil aus, wie der mit dem Speer rennt, ey. Ja. Killer! Aber auch nur in der tiefen Stance. Ja, und den Shortcut hätte man leicht übersehen können, ne? Ja, das ist wohl wahr. Oh, wo ist jetzt hier der Son Goku-Spacken? Da oben, der! Kann schon da runterschießen. Arschloch. Wow, oh oh! Dem habe ich gegeben, würde ich sagen. Ja. So bitter, obwohl da hinten kommt schon durch wahrscheinlich. Ich finde den Namen Handrohr übrigens sehr, sehr zweifelhaft. Endlich wieder Munition für mein Handrohr. Handrohrmunition, das ist also. Ich finde es schön. Handrohrmunition. Lundenschloss. Warum auch immer das Lundenschloss heißt. Ja, ein Kumpel. Ich check auch nochmal schnell das. Ginshu-Handrohr. Ginshus Handrohr. Hä? Da ist eine Tür, die kannst du wahrscheinlich von hier. Nee, achso. Hä? Oh nein. Achso, da hätte ich schon durchlaufen können. Und ich habe sogar was liegen lassen. Sehr gut. What? Da kann auch Explosionus drin sein. Darum ist vorhin die Wand kaputt gegangen. Ja. Oh lol, Alter. Scheiße. Ah, nee, du kannst runterspringen ganz normal. Ja, mach ich jetzt auch. Du kannst gleich zu den Kugeln springen. Ja, das sind Schwarz, das hier sind Schwarzpulverfässer, ja. Teilweise. Ja, die großen halt. Oh lol, ernsthaft. Oh Gott sei Dank, nicht entzündet. Da geht's lang, Junge. Nach Hause mit dir. Du wirst schon vermisst. Immer wieder dasselbe mit euch. Kaum reist nochmal weiter, verpisst ihr euch. Ja, Mann. In Wirklichkeit sind es unsere Sklaven, weißt du, und dann schaffen sie es von Region zu Region wieder zu fliehen. Dann denkst du, nein, ich möchte nicht mehr unterjocht werden. Und dann kommt der Penner wieder an und sagt, da geht's lang, Junge. Ja, Mann. Und die denken sich jedes Mal, oh, fuck, ich hab doch jetzt meine Freizeit und meinen Koks und Nutten und Blackjack. Und jetzt kommt der wieder und sagt, ich muss wieder zum Schreiner mit den anderen Partys machen. Was ist mit dir los? Kannst du das Wasser an abschneiden? Das bisschen nass rennen, schnell nach links durch. Da kannst du durchrennen, ja. Da kannst du die Tür aufmachen. What the? What the? Oh, Panik! Mach die. Ich wollte die Tür wieder zumachen, aber es geht ja nicht! Mach ihn kaputt! Arschloch! Das gibt's auf die Fresse! Komm ran! Du. Miese Kacke! Oh, fall nicht runter, fall nur nicht runter. Schlacht dich! Panik! Ja, Mann. Alter, wie vorhin bei mir auf dem Schiff. So eine riesen Lanze hab ich, Alter, sag ich dir. Kumpel, da ist ein Kumpel. Ja, ich weiß, aber mein Dings läuft noch. Ich will den verhauen hier oben. Scheiße. Da ist eine Kaputtmachwand. Hast du gesehen? Nee. Neben dir, da. Hau es immer drauf. Ja, das geht nur mit den großen Fässern. Halt mal drauf. Das geht nur mit dem Fass. Halt mal drauf. Oh, okay. Was erwartest du? Hey, da hinten ist sogar ein Fass. Ja, ich weiß. Hallo? Also ich weiß nicht, was heute mit meiner Blase ist, aber geht ab. Jetzt weißt du ja nicht mal, wie sich das anfühlt, ja? Ja, nicht gut. Ja. Zum Kotzen ist das nämlich. Oh fuck, Alter, ich habe alle Fässer kaputt gemacht. Scheiße, Mann. Auf der anderen Seite war noch was. Ja. Ah!
Ui, das war aber knapp auch. Knapperig? Knapperig. Schieße drauf, mit dem Pfeil aber vielleicht. Sparen wir uns Munition. Ne, warte mal, mit dem Pfeil geht's dir überhaupt hoch? Ich weiß es nicht. Das macht keinen Sinn, aber. Wollte die Munition sparen, hat nichts gemacht. Aber eigentlich ist es ja nur eine Abkürzung zu einem Ort, wo wir eh schon waren. Das ist eigentlich voll für den Arsch. Ja, mit. Aber so. Kein Kommentar dazu. Also, falls wir wollen, dass die nicht explodieren, schießen wir mit dem Pfeil drauf. Na, ich bin 85. Was will ich denn damit? Reingeschissen. So, gib mir den Schrein. Der erfreulichen das Jungfrau. Wähl mal gleich unsere Bekleidung aus. Wenn von jedem einen so wie es aussieht. Stufenaufstieg, by the way. Achso. Was machen wir denn jetzt? Ausdauer. Stärke auf 14? Dann können wir so manche Sachen anscheinend tragen. Ja, mach mal. Stärke erstmal. Achso, scheiße. Wir wollten unsere Begleitung da, oder wie er immer heißen. Wie heißen die Dinger denn? Kodama. Damals liegen erhalten. Erhöht die Häufigkeit von gefundenen Waffen. Heiler. Elixier, denn hier. Also, ich muss nochmal pissen, ey. das ist schlimm. Aha. Das ist schlimm. Ja, ich weiß. Mich hat er mal fertig gemacht, deswegen. Weil ich immer so auf Pissen bin. Alter, hier brennt ja die ganze Hütte, ey. Was sind das hier? Ölfässer oder was? Ne, ich weiß nicht, sieht leer aus. Sind leer. Was? Hä? Wieso? Hä? Nee. Leute, ich check's grad nicht. Muss ich hier durch? Ah, okay. Alright. Funkstyle, Brother. Da hinten ist ein Typ mit dem Fass. Scheiße, treib ich von hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Frage brauche, Bierchen? Boah, ne. Eher nicht. Ich glaube, ich bleib erstmal beim Wasser. Ich fühle mich immer noch verkatert. Ich kämpfe mich durch meine tollen Weihnachtsbiergeschenke durch, ey. Hab von der Mutter von meinem Mädel auch 5 neue Biersorten geschenkt bekommen. Voll gut. Die wissen halt, was du magst. Bier. Kein Weizen. Wir alle sind hier wegen dem Bier. Du trinkst Bier. Ich trink Bier. Du trinkst Bier. Auch ein Bier. Wir alle trinken Bier. Deshalb sind wir hier. Nein! Wow! Ja, ihr Lappen, Alter. Hab ein bisschen breiter basteln müssen, das Ding hier, um mich hier aus der Fassung zu bringen. Oh Gott, bei dem Boden habe ich gerade. Schieß drauf! Mit einem Pfeil. Bang, Alter! Okay, machen wir's können. Noch irgendjemand ohne Fahrstuhl? Ja, wow, da ist eine Tür. Der Typ da hinten, der hätte es zerschossen, der Wichser. So ein Wichser. Runter mit der Alter, Rübe. Weg ist der Kopf. Übel weggedonnert, das Ding. So, hier, nächste ohne Fahrschein. Bäm, Junge. Den juckst nicht. Und der ist nicht mal beschäftigt. Was soll's? Ja, ruhig dich. Oh, das war eine riesen, alles so Türen mit so Riegeln und so. Da war ich vorhin. Also auf der anderen Seite war ich gerade eben. Weil ich stand nämlich gerade draußen und habe überlegt. Wie kommt man da rein? Wie soll ich denn da durchkommen? Alter, wie sollst du da durchkommen? Und hier ist halt nirgendwo ein Fass, du weißt. Weit und breit keins. Oben auch nicht, oder? Hier jetzt. Ja, super. Aber oben lang. Aber das reicht das Leben nicht ansatzweise da durch. Ja, aber ich kann hier oben durch. Eine Truhe. Ich trink Bier. Du trinkst Bier. Und du trinkst auch ein Bier. Das Lied ist so schön. Ja, absolut. Ja, schön ist es nicht wirklich, aber. Ich find's schön.
Ja, der Sinn vom Lied ist einfach schön, aber melodisch und so ein Zeugs ist es auch nicht unbedingt. Das ist so scheiße, dass es eigentlich schon wieder geil ist. Ey, das macht's aus, ja. Oh, wir sind oben. Bier. Strohballen. Nein, Bier. Ich hab auch, am Anfang wollte ich sagen, oh, guck mal, Bierfässer, aber es sind doch nur Strohballen. Oh, ein Kumpel. Oh, schieß drauf, oh, schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf. Ah ja, ja, kann ich. Oh, da unten ist ein Kumpel. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Oh, ich hab gedacht, du meinst den Kumpel da unten. Nee, das ist kein Kumpel von mir. Alter, was ist denn das für ein Arschloch? Aha, schieß. Ah, schieß besser, so. Tschüss. Oh, schon wieder ist die Rübe weg. Vom Brutalitätsgrad. Jo, Spiel schon hat den nicht geil. So wirklich gejuckt. Ist egal, schieß nochmal. Ich verbrenne ihn. Verbrenne ihn. Und los geht's. Einfach noch so dieser Style am Ende. Also man kann sagen, was man will. Im Vergleich zu Dark Souls ist das Spiel wirklich, muss man bemerken, ich bin jetzt auch durchgelaufen, ich bin kein einziges Mal gestorben, obwohl ich die Steuerung nicht mal ansatzweise irgendwie konntest, ja. Es ist brutal im Vergleich. Vom Level her muss man dazu auch noch sagen, dass es anscheinend ein 92er Level-Gebiet ist. Ja. Also, aber man muss sagen, das Spiel ist schon im Vergleich zu den Souls-Titeln. Ja, aber das ist ein bisschen Diablo Prinzip aufbaut. Ja, schon alleine, du rüstest dich ja mit deiner Ausrüstung, machst du dich ja immer stärker. Ja, das machst du ja bei Dark Souls nur sehr schleppend. Du rennst ewig mit derselben Scheiße rum. Ja, aber die levelst du ja auch auf. Ja, aber jetzt überleg mal, wie lange das dauert, bis du das erste Mal deine Rüstung alleine wechselst. Ja. Schon. Es dauert ewig, weil das machst du halt nicht, weil du einfach mit dem Scheiß rumrennst, was du hast. Aber für solche Casual-Spiele, die ich es jetzt mal nennen mag, ist das schon eines der schwersten. Das ist wohl wahr. Also kann man schon nachvollziehen, dass da Leute, vor allem wenn ich an die gute Hideyoshi-Kojima-Nudel da. Hideyoshi Kada. Ja, wie die auch immer heißt, halt. Hideo Sam. Sambuka. Ja, Sambuka, ja, das ist auch so eine Sache für sich. Mag ich ziemlich gern, andere nicht. Ne, ich hab's gestern zweimal gemacht, also mehr oder minder. Ist da was in der Mitte? Nö. Da kannst du nur erstmal zu den Wasserdingern hinrennen, dann kannst du zu dem anderen Wasserdinger hinrennen. Ich brauche hier einen scheiß Schlüssel, damit ich da langkomme. Ein Schlüssel? Ja, also hier, die Tür ist ja verschlossen. Aber von der anderen Seite stand es dann. Stand nur verschlossen. Echt jetzt? Ja. Scheint ja, verschlossen gut, zu sein. Aber, ansonsten steht es immer von der anderen Seite verriegelt. Du trinkst Bier! Ich trinke Bier! Da hinten ist so ein Ding. Manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen, ne? Neben dem Feuer sind Pulverfass. Ne, heute brennt nix. Oh, da ist ein. Ah, guck mal, den haben wir beinahe gesehen hier. Oh! Oh! Was ist denn mit dem verkehrt, Alter? Also ich hätte mit so einem jetzt nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. Wow. Ich bin schon wieder, Alter, du behinderter Schmock. Wow, Alter, trink. Das erste Mal gestorben. Faszinierend. Hart. Mhm. Meinst du, wir schaffen dieses Spiel durchzuspielen bei Folge 60? Bei welcher Folge sind wir jetzt theoretisch? 59. Scheiße, nein. Wenn es die letzte Mission ist, dann schaffen wir es, ja. Aber dann könnte es noch eine Weile dauern mit Bossen und so ein Zeugs. Also mit dem Boss, rein theoretisch. Ich erwarte es nicht unbedingt, dass man letzten Boss auf dem ersten Versuch, aber es wäre geil, ne? Hä? Der hat mich mit seiner scheiß Spitzhacke getötet. Hat mir viel Leben abgezogen, Alter. Hab ich gesehen, ja. Okay, crazy. Ja, okay. Gerade haben wir rumgemotzt, ne, dass das Spiel ja so einfach ist. Und dann Spiel hat's gehört und dann kommt so ein kleiner Lappen und haut mir übel die Fresse voll. Übrigens finde ich, es soll es mehr solche Spiele geben, obwohl die sind dann nicht zum Let's Playen. Also so wie das Alien Isolation, da wo das Mikrofon irgendwie deinen Ton aufnimmt, ja. Und dann leise sein muss. Andererseits ist es bestimmt auch interessant, weil im Let's Play muss halt dann wirklich leise sein. Mhm. Und man kann, wenn man zu zweit auf der Couch hockt, den anderen richtig hart ärgern, wenn man sagt, ah, buh, buh. Na, das ist ja eine miese Scheiße. Das ist ja wirklich eine richtig miese Scheiße.
Nee, das geht nicht mehr. Übrigens, weißt du, was kurz nach meinem Geburtstag nächstes Jahr rauskommt? Am 23. März ist jetzt das Release-Datum von dem Ubisoft-Spiel Get Out. Oder Getaway, oder wie das da immer heißt, mit den zwei Brüdern, wo aus dem Glas rausbrechen, das Koop-Spiel. Mhm. Voll geil, ne? Wann? 23. März. Ah, okay. Und bald kommt schon Kingdom Come Deliverance raus. Ist auch nicht mehr so, noch 5 Wochen, glaube ich, oder so. Voll krass. Ich hab halt echt keine scheiß Money mehr, ne? Ich habe gar keine Zeit für so viele Spiele, denke ich mir dann nur. Nein. Oh, oh, gleich mal kurz ein paar Gliedmaßen. Ja, immer. Ich bin der Gliedmaßenmann. Oh, wir wollen mal. Doch nicht Gliedmaßenzeit anmaßen. Oh, schade. Ich hab gedacht, ich komme da rüber irgendwie. Wo willst du eigentlich überhaupt hin, frage ich mich gerade so. Ah, da ist die verschlossene Tür. Ja, und da oben ist wieder so ein Arschloch. Ah, da. Der Penner. Tschüss. Oh. Unterschied zwischen Körper, 100 noch was, und ein 1000er Kopftreffer ist halt schon geil, ne? Mal 10, ungefähr. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr, ich habe nur noch einen Pfeil. Wenn der dir die Richtung weist, dann ist alles gut. Ich wollte die ganze Zeit rüberspringen, hat's nicht gemacht. Alter, wenn du da rein... Oh! Oh! Trink! Oh, yeah. So ein blödes Arschloch. Das ist stimmt, irgendwo Wasser? Aber. Ja. Oh, in dem Dings waren da keine Wasserdinger, nee, bei der Strohballen? Nee, da ist Stroh. Warum liegt da Stroh? Wasser. Wie kommen wir da jetzt... Wie kommen wir jetzt weiter? Jetzt müssen wir mal fast brainstormen. Ja, fast Brainstorming machen, wie man jetzt weiterkommt. Wo geht's denn weiter jetzt, Mann? Ich raff es nicht. Ja, du. Hä? Ja, du nicht. Ja, ich weiß nur, dass die Tür verschlossen ist. Nee, ich bin doch hier oben weitergelaufen, bin doch bei dem Typen hier oben gestorben. Bei dem komischen Rad. Mhm. Nicht draufschlagen. Ah, ja, das wäre eine schlechte Idee. Ja, kacke, ich habe keine Pfeile mehr. Magie, Wassermagie. Schieß einfach mal in die Richtung. Okay, fuck, geht nicht. Echt? Alter, muss ich mit Feuermagie draufschießen? Das ist ja crazy. Ich hätte es Blitz, geht Blitz oder so ein Scheiß, geht was anderes? Ja, dann stehen wir jetzt vorher. So, ich habe jetzt ein Problem. Wechseln wir kurz, haben wir noch die krasse Bombe zum Werfen oder so ein Scheiß? Da, die Einzelbombe da. Ja, und jetzt? Auf das dicke Viech von dir werfen. Der ist feuerresistent, der kriegt null Schaden von Feuer. For real? Ja, leider schon. Renn einfach weiter. Ja, habe ich jetzt auch vor. Renn einfach hoch und schießen von oben, behag ihn von oben. Wassermagie. Ich sammle jetzt hier erstmal alles ein. Das war auch schon alles. Guck mal, da ist ein Kumpel von uns. Kannst du rüber springen? Wo ist ein Kumpel? Nee, kann man nicht. Das ist ein Burggraben. Ja, hier rüber. Ja, da kommst du aber nicht hoch, ne? Ja, wieso? Das ist eine Ebene. Ah, ja, und dann? Dann muss ich wieder am scheiß Feuerrad vorbei. Ja. Ah, oh. Truhe! Oh, noch eine Truhe. Geilo. Truhe! Ja, erst haben wir sogar rausgefunden, wie man zu der Truhe kommt. Ah, wir sind einfach solche Cracks. Mir fällt gerade auf, dass ich, wenn ich spiele... Also, nee, oh, da ist noch eine Truhe! Oh, nein, keine Truhe. Nein, den Kumpel, aber den hat man ja schon gesehen, ne? Den da? Nö. Nicht? Nö. Ich hab ihn, glaub ich, schon gesehen gehabt. Das aber ich sag, ich bin über den Bug. Doch, da, wo wir oben waren. Ich sag, guck mal, da kannst du drüber springen. Ach so, aber, ja, den hattest du gemeint. Ja? Ich hab gedacht, du hast den gemeint. Nee. Aber gut, so, zum Glück spielen wir zu zweit. Ja, ist echt so. Was wolltest du sagen? Penis. Ah. Was du hast es gesagt, hab, oder? Donny, ich habe ja jetzt bestimmt 10, 12, 15 Folgen von Donny sein Zelda-Let's-Play angeguckt. Und hat zwischendrin auch gesagt, ich finde es so witzig, dass der Donny wirklich einerseits durch seine Let's Plays und durch die Community, die ihn wirklich eigentlich mehr fertig macht als unterstützt, was ich sehr schade finde. Ja, ist echt so. Weil das Internet ist einfach ein Sündenfuhl voller Arschlöcher, muss man ganz ehrlich mal sagen. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, haut Hasskommentare raus, drückt den Daumen nach unten, macht was ihr wollt, ich hasse euch auch. Nein! Oh Mann, Alter, dieses scheiß Hurensohnvieh, ey! Was ich da dazu sagen wollte, ist ja, dass er sich selber ja schön menschlich dann auch selber ein Schutzschild aufbaut, was man natürlich auch braucht. Weil er ja in seinem Leben ja, also das Zelda-Let's Play ist ja sein zweites Let's Play überhaupt. Ah, oh, okay. Also der vorher ist er vom Aufnahmeleiter ja zu dem Jedi Knight 2 Let's Play hingehockt worden. Das war das erste Mal, wo ich nebenbei überhaupt beim Let's Plays gesehen habe. Und dann war Zelda ja sein zweites. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass, weil er es halt privat
eher Medienmensch, ja, anstatt, er zockt ja auch gern, aber es ist kein so Zocker wie guck mal an, das war ein Schlag gerade, ne? Ja, keine so Zockergeschichte wie die anderen Dudes bei Rocket Beans oder so. An und für sich. Und deswegen finde ich es auch voll krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie krass der sich verändert hat, also allein davon, dass er einerseits einen Witz draus macht und er hat voll viele Tipps auch von den anderen bekommen, wo sie ja don't feed the mob und so ein Scheiß oder so ein Scheiß, don't feed the troll, genau sowas. Weil die anderen gehen ja gar nicht drauf ein und er geht ja relativ arg drauf ein. Auch so warum hier, krieg ich wieder keine Leben mehr? Hasskommentare, weiß ich gar nicht. Und auf jeden Fall, aber er macht's ganz gut. Fuck, auf was wollte ich hinaus? Mann, ich habe meinen Faden don't verloren. Don't feed the mob. Ja, nee, don't feed the troll. Er ist sein erstes Let's Play. Penis. Ja, da war, genau, das war der Start. Ich war wirklich der Start. Ja. Fuck, ich versuche meinen Faden wieder aufzuglauben. Ich bin wie die Katze, die dem Wollknäuel hinterherläuft. Ich laufe. Und jetzt bin ich ein Hund und renne im Auto hinterher. Warum krieg ich keine Leben mehr? Blöde Scheiße. Weil du dein Unmehr hin und so. Ah, ich hab's Vieh nicht mehr. Ja, jetzt. Das ist eigentlich der Haupt Grund, warum wir Leben kriegen, ja. Fuck, was wollte ich denn? Fuck, nein, nicht genau. Fuck, gerade hab's gehabt von einer Millisekunde. Doch, ohne Scheiße, das hast du eine kurze Erleuchtung, da war's weg. Ich weiß, was du meinst, das kenn ich. Ah! Ich hasse mich. Ah, was wollte ich denn? Sohn, Alter. Oh Mann, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Scheiße, ich hab's komplett verloren. Komplett. No! Oh Mann, Alter, wie viel Scheiße kann denn passieren? Ey, das gibt's doch nicht, ey. Oh Mann. Wie wär's, wenn du durch die Passage durchgehst, hast du nur 8 Minuten Zeit und ich wäre dich echt sehr verbunden. Weil bei mir sieht es noch lächerlich aus. Nein! Doch! Oh, ich krieg's kotzen, ey! Oh Mann, vor allem ohne Pfeile und so ein Scheiß, das macht das halt jeder Runde noch halt, schwieriger, ne? Das ist halt wirklich zum Kotzen, gerade an diesem Wichser hier. Ja komm, hau ab mit deinem Stein, der übel viel Schaden macht, du Lappen. Warum haust du nicht Feuer drauf, der explodiert doch. Ja, nee, eben nicht, weil ich das Fass treffen muss. Und wenn der scheiß Wichser so steht... Fuck, was wollte ich mit beim Donny eigentlich sagen? Ich hab Donny eigentlich gesagt, was hat er gesagt, verdammt nochmal? Mann, was hat er gesagt? Jetzt erzähl's mir endlich! Ich weiß es nicht! Ich weiß es einfach nicht! Zweites Ich, der es weiß, bitte hilf mir auf die Sprünge. Fuck, um was ging's denn eigentlich vorher, bevor ich das Thema angefangen habe? Also abgesehen vom Penis, nein, ja, und Internet und Hass und... Hass-Tiraden, ja, erstes Mann. Let's Play, du hast Zelda angeguckt, ein paar Folgen, jetzt ja, bist voll froh und freust Scheiße, dich. Mann. Du bist ein kleiner, glücklicher Donny-Fanboy. Ja, natürlich, Mann. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was du sagen wolltest. Ich auch nicht. Ich lasse es einfach. Ich sollte irgendwann die Suche aufgeben und sich auf Neues zuwenden, ne? So ist recht. Was interessiert mich mein Geschwätz von vorhin? Oh Mann. Ja. Wo liegt denn jetzt mein schwuler Scheißstier? Liegt der da unten? Nee, ich habe keine Ahnung. Mann. Liegt der oben, eigentlich Mann. Hast du deinen Stier verloren. Nee, warte mal, eigentlich solltest du deinen Stier wieder haben. Nee. Hab ich schon mal gestorben, hast du einen Stier gehabt? Ey, ich bin jetzt bestimmt 7-mal gestorben, während du deine Story über den Donny erzählen willst. Ich war so beschäftigt. Im Endeffekt habe ich ja nur das Gleiche gesehen. Das ist wohl wahr. Wunderbar. Übrigens, das ist so befriedigend, sage ich mal schon fast. Das ist so entspannend. Ich hab ja die ganze Zeit den TIE Fighter zusammengeschraubt. Übrigens, Leute, wo das ungefähr bei der Instagram einordnen können, wann heute die Aufnahme ist. Gestern habe ich den TIE Fighter zusammengeschraubt und habe währenddessen bestimmt 5 oder 6 Folgen Donny angeguckt. Und das ist so entspannt. Ich habe die ganze Zeit. Und im Hintergrund höre ich immer so ein Gelaber ab und dann gucke ich hoch. Und, dann habe ich. Ja, so machst du es aber auch. Also, ich mache voll viel Zeugs die ganze Zeit und mache dann irgendwie. Also ich guck halt selten halt mal hin. Titel Wassermeister erhalten, deine Rufschuhe ist deine Rufschuhe sind gestiegen. Ich hab nicht. Aber das ist voll beruhigend, Herr. So könnt ihr es mit unseren Let's Plays übrigens auch machen. Ich meine, die Hälfte von der Zeit passiert auch nicht so wirklich viel. Hört unser Gedanken. Kann der mal aufhören, immer wegzurollen? Das ist scheiße, jetzt komm ran. Übrigens, nur mal schon, um hier mal so ansatzweise hier zu erwähnen.
Was ich mir auch überlegt habe, da Podcast ein relativ interessantes Medium ist, auf das ich mich selber in den vergangenen Tagen, Wochen gestürzt habe, ist mit der neuen Idee unseres neuen Formats, falls es auch irgendwie so irgendwann auf unserem Channel erscheinen wird, ihr werdet es mitbekommen oder auch nicht, wäre das ein relativ... No, stopp, ja! Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Auf jeden Fall. Endlich. Warum heißt das ungewöhnlich? So do. Ungewöhnlich ist do. Was habe ich da jetzt schon bei dem Fall? Das habe ich bei dem Fall schon gefahren verloren. Hey. Alter! Oh, das killt mich, hey. Auf jeden Fall ist es doch ein einfaches, das Gelaber dann von unserer Folge eventuell in ein kleines Podcast-Ding umzumodeln, weil ich muss einfach nur die Autospur dann rauszerren und dann kann man sich das auch als Podcast anhören, was wir dann in Zukunft eventuell labern und dann interessiert es auch keinen, wenn es keinen anderen hat. Weißt du, was ich meine? Das ist ja kein Aufwand nicht. Ja? Ich muss ja nur, wenn wir uns da hinhocken und ich schneide die ganze Folge zusammen, dann habe ich ja eine Audiospur. Die Audiospur exportiere ich, haue sie als Podcast hoch und alle sind glücklich. Die, wo nur anhören wollen, was wir... Ich habe einen Schrein gefunden. Wenn du weißt, was ich denke. Ich spüre, wie du denkst. Geil, ne? Hammer. Oh, aber es ist voll geil. Auf dem Weg zurück vom Snowboardfahren habe ich die 4 Stunden Fahrt, habe ich 4 Podcast-Folgen von Almost Daily angeguckt. Das ist einfach entspannt beim Fahren. Ja, klar. Und man fährt langsamer, weil man hört die Leute reden, man ist auf der Autobahn, man hört denen zu, man fährt. Ja, man anstatt, dass man bei so Hardcore-Musik, ich bin wohl erlebt, ich höre Hardcore-Rock-Musik. Man ist entspannter unterwegs, sogar auf der Landstraße. Ich bin so mit 80 rumgeschlichen und habe mich ertappt, dass ich denke, so, oh, ich bin einer von den Wichsern, die ich hasse. So schlimm schon. Nee, das war eine sehr kurvenreiche Strecke, schneller konnte man nicht fahren und die Sichtverhältnisse waren noch beschissen. Also von dem her, zu meiner Ausrede. Ah, da ist eine Höhle. Oh, oh, nein! Alter, Hassgegner. Verpiss dich. Oh, oh. Geh doch einfach nach Hause. Da ist übrigens so ein richtig Hardcore-Stier in deinem Nacken, den du einsetzen könntest. Wichser, Wichser! Ich geb dir, du kackfressen, fotzgesichtige Scheiß-Pisshure. Schön gesagt, so. Absoluter Profi, ja, so sehe ich es nämlich auch. Ja, halt ein absoluter Profi. Seht ihr wahrscheinlich nicht, aber wir sind stolz. Hey, das ist eine Tür. Ist mir egal, ich bin gerade stierig unterwegs. Ja, nicht mehr lang. Und das war's. Oh! Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Ja. Was? Alter, wie viel Schaden diese Lappen machen? Gehen die eigentlich voll auf Wasser ab oder so ein Scheiß, wenn du Wasser drauf schießt? Ja. Also voll nicht. Ja. Bisschen. Irgendwas habe ich doch auf die Dinger draufgeschossen, wo er nach 3 Schüssen verstrut war. Nee, leider. Was waren das, nicht? Oder waren das einfach nur Schwächere in der Nebenmission? Alter, ich hasse. Das sind so die Hassgegner. Die sind generell. Das sind wirklich die schlimmsten Gegner. Die sind so nervig. Weil die sind so schnell, aber das erinnert mich an Dark Souls. Das erinnert mich an Dark Souls, weil das sind ja die wie heißen die Räder da? Jedi-Ritter. Hä? Keine Ahnung. Die Räder-Ritter? Hätte das auch schief gehen können. Denke ich gerade. Aber ich brenne. Nee, weil die Vasen hätten irgendwas Böses sein können. Beim Zerschlagen. Überall rote Punkte auf der Karte, hast du schon gesehen. Ja, überall Gegner. Aber halt, weil es hier verschiedene Ebenen gibt. Soll ich die mal kurz nebenbei heilen? Ja. Das ist wohl wahr. Wohl wahr. Ich hab einfach echt lang drauf gewartet, bis das kommt. Echt? That's what she said. Du hast lange drauf gewartet? Okay. That's what he said. Oh, sag mal! Was ist das für eine Scheißburg? Hier, ach so, stimmt, das ist ja eine Belagerung. Deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Ja, Mann. What the? Ah, da sind ein paar. Warum rennt der nicht durchs Feuer, Jungs? Ja, weil sie es selber gelegt haben. Ist halt doch echt scheiße, ihr seid so böse Menschen. Ab jetzt Feuer mit dir. So, jetzt kriegst du auf den Sack da hinten, ey, du blöder Wichser. Dein
Scheiß rumgeballer immer, jetzt ist Schluss hier. Apropos ja. Schluss. Apropos Schluss, 20 Sekunden ist bei mir auch Schluss. Scheißdreck. Oh, hallo. Gute Morge. Na gut. Ich check jetzt hier noch schnell, so schnell es geht, so viel wie möglich Seiten und Türen und Gänge und weiß der Geier ab. Damit ich orientierungslose Affe hier. Seit wann mache ich denn eigentlich Feuerschaden, sag mal? Ich habe noch nie Feuerschaden gemacht. Ich habe immer Erdschaden gemacht bisher. Weiß ich nicht. Okay, hier ist dann erstmal Ende Gelände, Klaus, geile Maus. Willst du noch weiter rhymen? Könnte ich, Mr. Aber ich lasse es jetzt. Ah, ja. Gut. Leute. Schön war's. Absolut. Ich muss es leider wieder abgeben. Rot getränkt im Blute meiner Gegner. Mhm. Eisenstein. Bin ich dran, nächste Folge. Die Folge 60. Mann, ist dieses Let's Play alt. Drücken Sie mal kurz bitte auf Share und ich mach Winke Winke und ihr seht uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschaußen.